Welchen Wert in einem selbstorganisierten Team findest du am wichtigsten? Ehrlichkeit. Was ist die wichtigste Eigenschaft eines Führers? Die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft ist zuhören können. An welcher persönlichen Schwäche solltest du arbeiten? Ich? Ich bin ungeduldig. Ich bin wirklich ungeduldig. Und welches deiner Bücher sollte man als Entwickler, wenn man sein agiles Mindset fördern will, lesen? Du hast ja viele geschrieben. Welches sollte man da deiner Meinung nach lesen? Wenn es dir ums Mindset geht, dann Selbstorganisation und Bauchführung. Ja, willkommen hier mit Boris Gloger, Mr. Agile. Ich hatte sie ja schon alle, Mr. Async, Mr. DDD, die Clean Code Papste. Und heute freut es mich, dass es geklappt hat mit Boris. Hallo Boris. Hallo. Und ich habe dir ein paar interessante Fragen, glaube ich, mitgebracht, die hoffentlich auch die Zuschauer, wo die Zuschauer viel mitnehmen kann. Mhm. Starten wir gleich. Machen viele deiner Meinung nach eigentlich Wasserfall und nennen es Scrum? Also würde ich es nicht sagen, aber das machen viele, bevor sie wirklich das kann man so auch nicht sagen. Also die Grundidee der Agilität war ja nicht, den sogenannten Wasserfall wirklich ersatzlos abzuschaffen. Eigentlich wolltest du ja erreichen, dass Teams sich selber überlegen, was zu entwickeln ist. Also die Ursprünge von Scrum oder Agilität liegen ja in einem Artikel, der heißt The New Product Development Game. Und da wird beschrieben, dass man Teams, und ich rede ganz von multidisziplinären Teams, das waren die Anfänge, dass die eigentlich wie eine Taskforce gemanagt werden. Das heißt, du gibst diesen Leuten eine Aufgabe und sagst, bis in, keine Ahnung, 6 Monate muss es fertig sein. Und dann gehst du nicht hin und nimmst einen klassischen Unternehmensprozess oder einen klassischen Softwareentwicklungsprozess oder einen Entwicklungsprozess an der Hardware und sagst, du musst den jetzt befolgen, also was weiß ich, Dokumente schreiben, Analyse machen etc., sondern du sagst einfach der Taskforce, löst das Problem. Dann kann das sein, dass diese Taskforce erstmal ein Dokument schreibt, weil sie es brauchen. Ja? Es kann sein, dass sie ein Design machen, weil sie es brauchen. Es kann sein, dass sie irgendwelche Zeichnungen oder Prototypen bauen. Aber das entscheiden die Teams. Also du löst quasi den klassischen in Büchern stehenden Prozess auf, der in vielen Unternehmen verdrahtet werden, damit du endlich schneller wirst. Das heißt nicht, dass du die Skills nicht brauchst. Also du musst immer noch jemanden haben, der designen kann. Du musst immer noch jemanden haben, der Anforderungen mal versteht. Du musst immer noch jemanden haben, der testen kann und, und. Was aber passiert ist, dass Unternehmen in der Regel, und das erleben wir jetzt immer noch, auch in dem Jahre quasi 20, also wenn man sagt, so 2000 kam Scrum oder Agile so ein bisschen über den Teich, dann sind wir jetzt im 18. Jahr sozusagen. Es gibt immer noch Unternehmen, die versuchen, das, was sie lesen in den Büchern und das, was von Coaches erzählt bekommen, auf ihre Unternehmensprozesse abzubilden, anstatt ihre Unternehmensprozesse zu verändern. Und dann nimmst du eine Methode, wie zum Beispiel Design Thinking, das ist momentan der Klassiker, und packst ihn in die Analysephase deines Projektes. Nennst das halt dann Design Thinking, machst aber Analyse, ja? Benutzt eine neue Methode. Und dann stimmt das Vorurteil, das unserer Bewegung entgegengebracht wird, sagen, das ist ja nur eine Methode. Richtig, aber wenn ich Design Thinking als Methode einsetze, im Sinne von, es ersetzt mir die Analyse, ja, dann ist es eine Methode. Wenn ich Scrum einsetze als andere Art des Projektmanagements, dann ist es ein anderes Projektmanagement, das ist korrekt, aber ich mache immer noch Projektmanagement. Dass man gar keine Projekte in einem agilen Umfeld macht, weil es gar keine Projekte mehr gibt. Sondern Produkte. Sondern du baust Produkte, ja, und am besten auch in der Linie. Und dass die Linie selber quasi zur netzwerkbasierten Organisation wird, das hat 20 Jahre gedauert, bis wir das verstanden haben. Dass es keine Projekte gibt, das wussten wir 2008. Aber das erklärt meine Organisation, die Projektmanagement gerade eingeführt hat. Das funktioniert nicht. Also es geht nicht darum zu sagen, gibt es Unternehmen, die dann zum Beispiel das Hybrid machen. Ja? Das ist dann der Ausweg der ganz großen Organisation. Da wird dann geglaubt, es gibt einen Hybridweg. Und vielleicht gibt es ihn in der Transition. Ja? Aber eine wirkliche agile Company, die es mittlerweile auch gibt, die hat sich wirklich von diesen Ideen befreit. Die haben andere Möglichkeiten entwickelt, ihre auch projekthaften Vorhaben umzusetzen. Ja. Aber wenn du in Produkten und Teillieferungen denkst, kommst du nicht mehr auf die Idee, dass es ein Projektmanagement ist. Du kriegst ganz viele Probleme in deiner Prozesskette ja überhaupt nicht. Und insofern, ja, gibt es. Es gibt immer noch Menschen und Organisationen,
die adaptieren agil und suchen sich dann den Methodenbaukasten zusammen, den sie zum jetzigen Zeitpunkt brauchen, um den in ihre Methoden, also in ihren klassischen Unternehmensprozess reinzuschrauben. Und das verhindert dann, den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Also zum Beispiel wirklich multidisziplinäre Teams aufzubauen. Ein schönes Beispiel ist DevOps. Das ist ein Klassiker, ja? Das ist total irre. DevOps war entstanden, als Entwicklungsteams gelernt haben, dass sie Software so schnell bauen, dass die Betriebsmannschaften das nicht mehr auf die Reihe kriegen. Das nach, also weiter zu implementieren. Also bis du das Dokument geschrieben hast, das Betriebshandbuch, das passte nicht. Ja? Also haben die Entwickler angefangen, die Betriebsaufgaben selber zu übernehmen, weil die Betriebsmannschaften es einfach nicht gemacht haben. Also sie haben gesagt, das nehmen wir nicht, weil das Betriebshandbuch existiert nicht. Jetzt willst du deine Software live stellen, die machen es aber nicht. Also musst du selber machen. Ja, so ist das in Wirklichkeit passiert. Und so ist dann DevOps entstanden. Gelernt hat dann irgendwann die Community, ja, das ist ja eigentlich das Auflösen von Silos. Also ist aus dieser Idee des Auflösen von, also ursprünglich ein sehr technischer Vorgang, also Continuous Delivery, da brauchst du Tools etc. pp., ist dann irgendwann rausgekommen, ja, das ist wohl irgendwie so eine Tool-Geschichte und DevOps. Also brauche ich jetzt einen, der Tools beherrscht, und dann nennt man den Systemsadministrator, der früher deinen Server gepflegt, nennst du jetzt plötzlich DevOps. Ja? Weil du den alten Unternehmensprozess nicht änderst. Du hast also gar nicht verstanden, dass es darum ging, das Silo einzureißen. Wenn ich das Silo aber einreiße, ist das Tooling scheißegal, weil die Leute sich ja überlegen könnten, was sie brauchen. Und dann sagt irgendwann die DevOps-Community, die sich schwer wegbewegt hat von dem klassischen Tooling, ja, sagt dann, ja, eigentlich geht DevOps überall. Jetzt kannst du aber Marketing und Sales, die als Silo aufgestellt, schlecht sagen, dass sie jetzt DevOps machen sollen. Das verstehen die ja gar nicht. Ja. Also der Schritt ist, das funktioniert nicht. Aber daran merkst du, dass eigentlich ganz tolle Ideen entstanden sind und Unternehmen schrecklich gern das so benutzen, wie sie es brauchen für sich. Ja. Das ist gerade hip, DevOps zu machen? Ja, Maya hat jetzt DevOps. Selbe Idee bei Scrum ja auch. Scrum hat ja auch gesagt, ja, lasst uns die Leute in ein Team packen, die es braucht, um fertig zu liefern. Aber was heißt denn fertig? Dann sagt ein Unternehmen relativ schnell, ja Moment, ich habe Analyse, also fertig Analyse-Dokument schreiben. Das war aber nie so gedacht. Fertig hieß fertig, also raus. Ja. Und dann geht man hin und sagt, ja, potential shippable. Naja klar, in den ersten Phasen eines Projektes, also wenn du das Projekt anfängst, bist du noch nicht so weit, dass du live gehen kannst. Das geht ja gar nicht. Deswegen hieß es Potential Shippable. Aber an irgendeinem Punkt, und zwar so schnell wie möglich, kommst du aus diesem Potential raus in wirklich lieferfähig. Und dann machst du aus einem Projekt in Wirklichkeit ein Maintenance-Prozess, weil dann baust du ja immer nur hintereinander, so wie du das klassisch bei Maintenance-Prozessen auch machst. Und dann merkst du plötzlich, dass Unternehmen das ja können. Spannenderweise können die auch heute ständig liefern in der Software. Die nennen das dann nicht mehr Projekt, sondern nennen das Maintenance. Oder Patches, Batches einspielen oder sonst irgendwas. Nicht Patches, Patches einspielen. Da können sie es ja auch. Nur im Projekt können sie es nicht. Und das liegt an einem traditionellen Projektmanagement, Ausbildung, was auch immer, ja, und Unternehmensprozesse, die so aufgebaut sind. Aber würdest du dann sagen, eigentlich muss die Denke sich von Projektmanagement zu Produktentwicklung einfach ändern, um dieses Problem zu lösen? Also dieser Entwicklungsschritt ist ja in der Agile Community schon ganz lange passiert. Ja. Also die es ernsthaft betreiben, reden ja eigentlich gar nicht mehr von Projekten, weil das macht so keinen Sinn. Muss aber ich glaube, du kennst auch aus deiner Praxis, da kriegst du einen Anruf, wir haben ein Projekt, wir würden gerne... Ja, logisch, weil du so anfängst. Du kannst ein Unternehmen ja nicht da abholen, wo du selber gerne wärst. Also ich würde auch am liebsten gleich mit dem Vorstand arbeiten und sagen, jetzt müssen wir eine ganze Organisation komplett umbauen. Ja. Das ist ja Quatsch, du musst ja erstmal da anfangen, wo du stehst. Und wenn die Unternehmen das Problem haben, dass ihre Projekte nicht funktionieren, weil sie halt zu lange dauern oder weil sie zu komplex werden und man versucht, eine Lösung zu finden, dann löse ich halt erstmal das Problem. Dann muss ich halt ein Projekt machen, ist ja egal. Mhm. Und dann lernt ein Unternehmen, und das ist ja real passiert in den letzten 20 Jahren, da wo die Unternehmen, also die Manager dann auch zugeschaut haben und mitgemacht haben, dann lernt ein Unternehmen, aha, da gibt es eine andere Art und Weise, erfolgreich zu sein. Und Erfolg ist sexy, also machen Unternehmen das weiter. Wenn es nicht zu anstrengend wird. Ja. Vielleicht daran anschließend dann auch die Frage, weil wir es ja davon hatten, dass man im Prinzip so bestehende Muster einreißen muss. Wer sollte deiner Meinung nach im Scrum-Team die User-Stories eigentlich einbringen?
Das ist ja so eine lustige Frage. Also wirklich einbringen, es geht nicht nur um Schreiben, ne? So die herauskristallisieren auch. Das ist ja eine faszinierende Frage, weil man ja ganz viel deutlich machen kann, wie sich Agilität tatsächlich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Wenn du dir klar machst, in den 90er Jahren haben die angefangen, Scrum zu entwickeln, und wie war das in den 90er Jahren? Das habe ich selber noch erlebt und das ist heute in vielen Unternehmen auch noch so, aber du hast ein Lastenheft gekriegt und dann hast ein Team, sollte das umsetzen, am besten noch in Ägypten. Also bei uns damals hieß es, mach das Zeug, schreib den Code, also schreib einen Pseudocode, damit die Ägypter das umsetzen können. Ja? Und dann musstest du ein Lastenheft schreiben. Oder wir hatten das, haben das damals Business Specs genannt. Ja? Functional Specs haben wir das genannt. Und dann kommst du automatisch in diese Prozesse rein. Und dann entwickelst du Scrum oder Kanban, Kanban gab es aber so nicht, aber irgendeine Art Feature-Driven Development oder sonst irgendwas. Und dann, oder Crystal, und dann merkst du, ah, da gibt es irgendwie viele Arbeit zu tun. Und die Softwareentwickler wurden noch als Abarbeiter gesehen. Und dann kommst du irgendwann drauf, dass du eine Liste abarbeitest. Also versuchst du im ersten Schritt, weil das Mindset auch der Leute, die ursprünglich Agile gemacht haben, noch so war, ja, meinst ja auch, hast eine Liste, musst, also hast ein Dokument, das machst jetzt irgendwie schick, ja. Und dann kommt irgendwann einer auf die coole Idee zu sagen, ja, das wäre doch super, wenn wir das, was wir machen, so bezeichnen, dass wir raus, dass wir immer wissen, dass es wirklich für den User ist. Macht Sinn. Irgendwie ist dann eine User, dann hat man das irgendwann User Stories genannt. Okay, und dann haben die Leute angefangen, Lastenhefte in User Stories umzukopieren. Das Problem ist auch heute immer noch, dass ganz häufig Entwickler nicht genau wissen, was sie liefern sollen, wenn man so rangeht. Also sagt man, der Product Owner, und das war die Logik, geht hin und sagt, der muss das genau erklären. Ich brauche ja endlich einen Ansprechpartner. Und das war eine coole Idee, weil sie die Geschwindigkeit erhöht hat. Also wenn du einen hast, der immer da ist und immer wieder erklären kann, dann gehst du ein bisschen schneller. Logisch. Das ist logischer. Also weil, oder wenn es, deswegen funktionieren ja so Geschichten nicht, wie ich schreibe hier die Analyse oder die Anforderungsdokumente, dann schicke ich es nach Indien, weil das geht bestimmt, die können das. Ja? Du, die sind zu weit weg, das dauert zu lang. Na gut, also war die erste Lösung, nach Indien zu fliegen, die Product noch nach Indien zu schicken. Kann man machen. Ja. Ist, also kann das passiert. So, und dann haben wir 2008, sagt der Baswode in einer, auf einer Agile-Konferenz beim Bier abends, der Product Owner ist das Bottleneck. Wir, spielst du jetzt? Der Product Owner ist das Bottleneck. Doch, der Product Owner ist das Bottleneck, weil er muss alles erklären. Er macht das Team langsam, wir brauchen keine Product Owner mehr. Radikale Idee, was hieße das denn? Das würde ja bedeuten, dass das Team anfängt, selber sich zu überlegen, was sie bauen müssen, wenn es keinen Product Owner mehr gibt. Okay, das haben wir dann ganz schnell in der Mottenkiste verschwinden lassen, diese Idee, weil das war zu bedrohlich. Ja, da fliegt dir ja dein Scrum um die Ohren, weil du kein Product Owner hast. Na gut, und dann wird plötzlich Design Thinking, also aber das Problem war immer noch da. Also du hast plötzlich einen Product Owner, du hast die Teams, die nicht entscheiden, weil der Product Owner muss ja die Ansage machen und dann fängst du da an, dir zu überlegen, wie kannst du die dazu bringen, dass sie da bauen und was sie gar nicht wollen, weil also sie sind nicht involviert und so. Und irgendwann kommt Design Thinking um die Ecke, wir fangen also an zu verstehen, was Design Thinking ist, und die sagen so gnadenlos, eigentlich das Team muss ja selber irgendwie erstmal herausfinden, was man tun muss. Und die müssen beobachten. Das macht total Sinn. Wenn das aber so ist, können die gleich die Ideen aufschreiben, oder? Und ob ich das jetzt in User Stories Format schreibe oder einfach nur mal die Idee, ist ja erstmal egal. Weil User Story war ja nur eine Idee, es aufzuschreiben. Es ging ja nicht darum, du musst User Stories schreiben, sondern es ging darum, das ist eine hilfreiche Idee, die nützlich ist, um sich klar zu machen, es ist für den End-User und nicht für irgendeinen Produktentwickler. Ja, früher User Stories für Entwickler geschrieben. Als Entwickler hätte ich gern. Was Quatsch. Ja. Okay. In der Sekunde, wo du das für dich verinnerlicht hast, merkst du, dass der Product Owner nicht mehr derjenige ist, der alle User Stories schreiben muss. Der wird natürlich auch eine Idee haben. Solltest du noch ein Produkt machen. Dann darf der die auch aufschreiben. Ja? Nur die ist Rolle, ja auch Teil des Teams. Ist er ist sowieso Teil des Scrum. Auch der Scrum Master, wenn er Idee hat, soll er doch die Idee aufschreiben. Das macht er nichts. Das heißt, was hindert uns da? Sagen wir, der Scrum Master darf nicht inhaltlich mitarbeiten. Das stimmt schon. Aber wenn er eine Idee für ein cooles Produkt, warum soll er denn nicht sagen, ich habe eine coole Idee? Ja? Mhm. Also dieser ganze Dogmatismus, der ist vollkommen sinnlos. Ja? Nur wenn man sagt, er darf nicht mitentwickeln, darf er doch trotzdem Ideen haben. Ja? Also, und jetzt
kann man dann überlegen, okay, angenommen, wir bleiben trotzdem in diesem User-Story-Format, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, weil es eine sinnvolle und nützliche Variante ist, aufzuschreiben, dann haben möglicherweise Leute Ideen, aber es könnte eine Person geben oder vielleicht auch ein Team, aber bleiben wir mal bei einer Person, die versucht, es so zu formulieren, dass es eindeutiger wird. Naja, und wenn man sich dann den Scrum-Framework beispielsweise anguckt, könnte man das dem Product Owner in die, einfach so als Arbeitsaufgabe geben. Sagen, da sind Ideen, die werden ausgedrückt, aber du bist vielleicht derjenige, der während die Teams zum Beispiel entwickeln oder was feilen oder sonst irgendwas, der nochmal Gedanken darüber macht, habe ich die User-Story so formuliert, dass ich meinen Kunde auch versteht, damit der Kunde das bezahlt. Dann geht's aber. Und so kriegst du ein relativ simples System mit von Leuten, die mitarbeiten wollen, weil ihre Ideen entwickelt werden. Ja, jetzt hast du das Development-Team, geht hin und sagt, ah, das sind coole Ideen. Product Owner sagt, ja, schreib's mal auf. Oder ich schreib's mit euch gemeinsam auf. Ich feile halt vielleicht nochmal dran. Ja. Und jetzt kommt die Idee im nächsten Sprint-Planning oder was weiß ich, morgens, wenn du kein Scrum hast, lasst uns daran arbeiten. Und dann kam das aber vom Team selber. Dann ist doch die Motivation viel höher, es umzusetzen. Dann hast du ganz viele Probleme nicht. Dann stellst du dich auch nicht als Entwicklungsmannschaft hin zum Product, du musst mir das genau erklären. Naja, da hast du die Idee selber gehabt. Mhm. Ich habe ja als Product Owner nur noch dafür gesorgt, dass ich einen gefunden habe, der es bezahlt, dass wir das jetzt machen dürfen. Mhm. Du kriegst eine ganz andere Dynamik. Mhm. Coole Idee, ja. Finde ich jetzt wirklich so stark. Weil wir es jetzt auch schon ein paar Mal so im gleichen Kontext erwähnt hatten, wir haben mal kurz Agile angesprochen. Und in einem Buch hattest du auch explizit mal die Unterscheidung getroffen oder quasi herausgestellt, was vielen auch nicht klar ist. Was ist der Unterschied zwischen Agile, Lean und Scrum? Wie hängt das zusammen und wie kann man das differenzieren? Ah je. Also, das hängt tatsächlich, also Lean und Agile hängt eigentlich gar nicht zusammen, wenn man ganz ehrlich ist. Warum? Weil Agilität kommt aus diesem bewussten Artikel, den ich schon erwähnt habe, The New Product Development Game, und Leuten wie Alistair Coburn, die sich sehr damit auseinandergesetzt haben, wie mache ich wie mache ich Softwareentwicklungsteams produktiv, im Wissen, dass gute Softwareentwickler eigentlich gar keinen Prozess brauchen. Dann sagst du, was ist das Problem, und dann lässt sie tun. Ja? Mhm. Und das gibt es immer wieder, auch in den 90er Jahren gab es Projekte, die sind mit 100 Leuten und Prozessen, waren die nicht erfolgreich. Dann hast du 8 Leute in die Ecke gesetzt und hast du gesagt, jetzt baut mal, gebt euch 4 Wochen Zeit, dann waren die fertig. Ja? Das heißt, die haben das gewusst. Das sind auch Leute, die waren zum Teil schon, die haben schon alles gesehen, und ich habe den Norm Kurz getroffen, damals war er 50, der hat uns erzählt, dass er selber bei Texas Instruments Taschenrechner entwickelt. Also der hat die Software geschrieben für die ersten Taschenrechner. Ja. Diesen Typen brauchst du nicht erklären, wie man Software entwickelt. Und was, das brauchst du nicht. Die haben es ja erfunden. Diese Typen sagen, offensichtlich macht es viel mehr Sinn, Menschen dazu zu bringen, miteinander zusammenzuarbeiten. Und ja, lasst uns da ein bisschen Prozess drumherum bauen. Und wenn du dir das Agile Manifesto anschaust, steht das auch da drin. Arbeit wird Teams zugeordnet, ja, und nicht umgekehrt. Du versuchst, kundenzentriert zu arbeiten. Ja. Also das sind so die Ursprünge. Also zu überlegen, wie kriege ich Menschen dazu, ein komplexes Problem zu lösen, auf eine Art und Weise, dass das den Leuten entspricht. Naja, und dann haben sie sich halt 2001 getroffen, haben herausgefunden, wie man das machen kann, oder haben das zusammengeworfen, dann hieß das dann Agile, ja, weil sich der Jim Highsmith ja nicht durchgesetzt hat, der es Adaptive nennen wollte. Also haben sie sich Agile genannt. Grundausrichtung, kundenzentriert, teamzentriert, netzwerkbasiert, kam dann später dazu, ist dann klarer geworden, wenn du nicht mehr ein Team hast, sondern mehrere, musst du das Netzwerk aufsetzen. Also userzentriert, netzwerkorganisiert und teamzentriert. Das sind die drei wesentlichen Elemente. Und dann kommen die ganzen Prozesse, wenn wir uns anschauen. So. Lean kommt ja aus dem Toyota Production System aus den 40er Jahren. Jetzt Haare spalten und sagen, ja, auch eigentlich die Ursprungsideen von Task Forces kommt auch aus den 40er Jahren. Stimmt, das Skunk Works war nichts anderes, also Lockheed Martin. Und auch diese Idee, dass ich multidisziplinäre Teams habe, ist auch viel älter, aber wirklich durchgesetzt hat sich es erst in den 80ern. Okay, so, das heißt, Lean kommt aus der Idee heraus, den Flow zu managen.
Und die sind da echt gut drin. Also sie wissen ganz genau, was ich machen muss, wenn ich einen Prozess habe, einen Flow zu managen. Und jetzt gibt es aber eine verrückte, also wie ich finde, wirklich, wirklich eigentlich irre Geschichte. Wenn du dir anguckst, wie Scrum oder Kanban, schon Scrum oder Design Thinking oder Lean Startup funktionieren, dann merkst du, dass da ja Arbeit getan wird. Und wenn du Arbeit machst, dann muss das irgendwann, dann sagen wir immer, es muss transparent werden, also wir bauen quasi Halden auf, nicht? Inventory. Wenn dann das Backlog. Und dann gibt es aus der Industrie, aus den 40er Jahren, eine klare Information darüber, wie man Inventories managt. Nennt sich Lean. Also das in Wirklichkeit One Piece, also im Grunde ist ja Lean der One Piece Flow und gleichzeitig das Pull-System einzusetzen. Das sind die zwei Hauptelemente. Und dann gibt es noch tausend andere Sachen aus dem Toyota-Prinzip, aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und das heißt, offensichtlich hat diese Bewegung oder dieser Strom hat verstanden, wie die Mechanik funktioniert. Also was muss ich tun, um Inventory abzuarbeiten? Ich muss Constraints beschränken, Work-in-Progress-Limits einführen, was wir mittlerweile Work-in-Process-Limits nennen, ist auch lustig. Aber die haben die Mechanik verstanden. Und wenn ich die Mechanik verstehe, verstehe ich, warum plötzlich agile Teams erfolgreich werden. Die werden nicht erfolgreich, wenn man sie zusammensetzt, in den Kreis setzen und sagen, jetzt diskutiert mal, sondern die werden erfolgreich, weil sie transparent werden und weil sie systematisch fokussiert Inventory abarbeiten. Wie man das perfekt macht, hat die Lean-Community herausgefunden. Und das kannst du dann zusammenbringen. Du kannst auf der einen Seite sagen, ich habe einen hoch adaptiven menschlichen Prozess, nennen das mal Agilität, mit einem klaren Fokus auf den User. Ja? Und ich verstehe, warum das funktioniert, was die machen, weil ich die Mathematik dahinter verstehe und das ist Lean. Und wenn wir dann aufhören, dogmatisch darüber zu diskutieren, ob jetzt Kanban oder Scrum oder DevOps oder Lean Startup oder das richtige Tool ist, sondern man versteht, was da eigentlich passiert, fällt es eh in sich zusammen, weil es dasselbe in Grün ist. Sie kommen allerdings aus zwei, ich behaupte immer, es kommt aus zwei verschiedenen Mindsets. Die einen kümmern sich um Teams und wie führe ich Teams? Und die anderen kommen, wie manage ich einen Flow? Aber beides hat das gleiche Ergebnis. Wenn du es dann weiterhin, also du kannst allerdings, du musst aufpassen, weil du kannst den Flow managen, ohne dass sich die Jungs und Leute interessieren. Das kannst du schon machen. Und das merkst du dann eben bei klassischen Lean-Implementierungen. Die Leute sind dann egal. Und dann ist der Mensch. Dann passiert nur das Throughput. Und da ist der Mensch dann leider nicht mehr Teil der Geschichte. Und das entspricht aber nicht dem New Work und dem kreativen Prozess. Das kannst du mit, Entschuldigung, das kannst du mit irgendwelchen Bandarbeitern machen, die eh momentan entmenschlicht sind und auf dem Block drücken. Ja. Das ist die einzige Kritik, die ich an dieser Idee habe, Softwareentwicklung als Lean-Prozess aufzusetzen. Weil ich will nicht mit Flow managen, das will ich nicht. Ich will Menschen haben, die Lust haben, miteinander coole Sachen zu lösen. Ja. Deswegen war mir das fremd. Das über den Prozess anzugehen. Auch cool, ja, danke. Noch eine letzte Frage. Und die habe ich jetzt frisch hier in dem Seminar mitgenommen. Ich bin ja in das Seminar gekommen und habe gesagt, ich möchte lernen, wie ich mich als CEO überflüssig mache. Damit und jetzt mache ich es einfach, gell? Den ersten Satz, den ich von ihm höre, er macht jetzt dann 6 Monate, er ist nicht da. Ja. Sag mir mal, was deine Erwartung an diesen Test, nenne ich es jetzt einfach, ist? Naja, es ist auf der einen Seite in Anführungszeichen ein Test und auf der anderen Seite ist es einfach ein Bedürfnis von mir. Ich möchte mich gerne um meine kleine Tochter und meinen Sohn kümmern. Und ich muss ja auch mal als Vorbild für New Work in Anführungszeichen sagen, also wenn ich als Manager sage die ganze Zeit, ich bin so wahnsinnig wichtig, dass ich mich nicht um meine Familie kümmern kann, in einer der wichtigsten Lebensphasen unserer Familie, also in der Entwicklungsphase meiner Familie, dann mache ich ja genau dasselbe wie keine Ahnung, die Workaholics, ich war selber einer, ne? Das macht ja keinen Sinn. Also musst du ja irgendwie mal zeigen, auch in deiner eigenen Organisation, also das ist ein Aspekt, als Vorbild in der eigenen Organisation oder als Rollenmodell in der eigenen Organisation zu wirken, zu sagen, hey, das geht. Ja? Wir haben sehr viele Kinder, also viele Consultants und Consultinnen bei uns haben jetzt Kinder bekommen, ne? Und die gehen dann in Karenz oder in Elternzeit und sowas
Und wir als kleiner Laden haben einfach uns gesagt, wir unterstützen das. Ja. Also muss ich das auch machen. So. Also ich kann nicht nur darüber reden, ich muss es auch selber machen. Das ist der eine Aspekt. Ist aber schwierig, ne, für ein kleines Unternehmen. Findest du nicht, dass es schwieriger ist als in einem großen Unternehmen? Ja, natürlich. Das funktioniert halt nur, wenn du hohe Margen hast. Ja. Sonst geht es nicht. Oder hast so viele Leute, dass das über die wenig Margen kompensieren kann. Also muss irgendwie die Kohle ranschaffen. Oder sagst, ich mache halt weniger, aber Profit. Das kann man ja auch machen. Ja. Das kommt auch darauf an. Also da muss jedes Organisation seine eigene Geschichte und seinen eigenen Weg finden. Und gleichzeitig sagen wir ja immer, wir wollen selbst organisierte Teams haben, die in denen die Leute selber entscheiden. Und das ist bei uns tatsächlich jetzt heute schon so. Ob ich jetzt da bin oder nicht, spielt operativ sowieso jetzt schon keine Rolle mehr. Was insofern ist es ein Test. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn wirklich durchhalte, aber der Test besteht auch darin, überhaupt gar keinen Input mehr ins System zu geben. Und jetzt ist die Frage, wird dadurch die Firma führungslos oder nicht? Also spätestens in 6 Monaten weiß ich, und wir alle, ob es tatsächlich gelingt, dass Menschen aufstehen und sagen, okay, jetzt übernehme ich mal richtig Führung. Ja? Und zwar nicht, das ist die große Gefahr, die auch bei uns im Unternehmen besteht, dass dann Leute in klassische Muster verfallen und dann doch Silos hochziehen. Kann passieren. Mhm. Ja? Und das ist ja vielleicht das Einzige, was ich dir noch mitgeben mag. Der CEO einer Firma kann sich in Wahrheit nie wirklich rausziehen. Never. Keine Chance. Und schon gar nicht in einer agilen Firma. Der Job besteht nämlich am Ende des Tages nicht mehr darin, operativ zu arbeiten, sondern aufzupassen, dass die Leute nicht in klassische Muster verfallen. Mhm. Ja. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Das hat aber die Harvard Business School schon in den 70er Jahren herausgefunden, dass selbst Organisationen, wo die Chefs wirklich, wirklich, wirklich Selbstorganisation erzeugen wollen, in der Sekunde, wo die weggehen, entsteht sowas wie dieses archaische Muster, in das wir alle wieder zurückverfallen, und die werden plötzlich hierarchisch und dominant und ganz von selber. Das heißt, es braucht eigentlich den CEO, der dafür sorgt, dass das System sich permanent neu zerstört. Da gibt es auch einen alten Spruch, als CEO oder Geschäftsführer oder sonst irgendwas, sorgst du eigentlich dafür, in der Sekunde, wo es stabil ist, machst du es instabil, und wenn es instabil ist, sorgst du für Stabilität. Es gibt immer dieses Wechselspiel. Ob ich das jetzt sein muss oder ob das dann einer von meinen Kollegen sein wird, der das dann irgendwie oder es sich herausbildet, das werden wir sehen. Das schauen wir drauf. Okay. Das erzählt ihr in einem halben Jahr, wie es war. Ja, da machen wir nochmal ein Interview. Da bin ich mal richtig gespannt drauf. Mein Ziel war es ja auch nur, Überflüsse zu machen, aber nicht rauszugehen. Das muss man erstmal schaffen. Und ich wünsche viel Erfolg bei dem Vorhaben. Ich bin echt gespannt. Ja, und an euch, schreibt gerne in die Kommentare Fragen, wenn ihr auch zu meiner Ansicht da was hören wollt. Und schaltet wieder ein. Tschüss. Ciao.